Auf den Tisch kommen diesmal Ratatouille und Crêpe mit Apfelkompott. Und so wird's am Ende aussehen. Für unsere Lieblingsgerichte aus Frankreich geht's für Bernd und Harro wieder ab ins Kochstudio. Weißt du, ich wollte dir sagen, heute ist eine ganz besondere Sendung. Wir machen einen auf Französisch. Es geht los mit einem französischen Klassiker. Ratatouille, ein bunter französischer Gemüseeintopf. Den sollen die beiden jetzt zubereiten. Heißt, jede Menge Gemüse in Würfel schneiden. Eigentlich ist es ein Bauerngericht gewesen, wo du wirklich, die konnten alles reinmachen, was die Saison gegeben hat. Okay, pass auf, ich zeig dir mal ganz kurz mein Hilfsmittel, weil wir werden gleich in der Vorbereitung aufeinander knallen. Geht schon los. Wir werden uns fertig machen. Natürlich geht's sofort los. Und ich zeige dir jetzt einfach mal kurz meine kleine Hilfestellung. Ja. Okay? Schau mal. Harro hat ein echt scharfes Teil. Mit dieser Wunderbox will er das Gemüse mit einem Schlag in feine Würfel schneiden. Du hast Angst vor meinem Messer, deswegen kommst du jetzt mit sowas nämlich an. Mhm. Du kannst, wenn du möchtest, schon rübergehen und dir dein Brettchen. Ich weiß nicht, wie du das machen willst. Ja, bei mir geht es schnell. Bei dir geht das schnell? Guck mal, ich bin nämlich dann schon bereit. So, ich fange einfach an, oder? Wie, ich fange einfach an? Die Kontrahenten stehen sich gegenüber, Auge in Auge. Das Duell kann beginnen. Bist du bereit? Komm her. Geht's schon los, oder was? Also, und dann, wenn man fertig ist, klingeln und auf, danach auf Stopp. Auf Stopp. Tag, los geht's. Ja, Tag, los geht's, sagt er. Bernd schnappt sich sein Messer und legt los. Weißt du? Oh Mann, ey. Mein Messer muss auch mal wieder zum Schleifen. Wie läuft's bei dir? Sehr gut. Sehr gut. Ich bin aufgeregt. Bernds Trick, der sogenannte Wiegeschnitt. Damit geht's besonders schnell. Ratatouille leitet sich übrigens ab vom Verb touiller, übersetzt umrühren, und vom provenzalischen Wort rata, bedeutet so viel wie einfaches Essen. Fürs Entkernen der Paprika nimmt Harro noch ein kleines Helferlein von den letzten Kitchen Moves. Dann geht's plötzlich ganz fix. Harro legt die zugeschnittenen Zutaten auf das Gittermesser, ein Druck genügt und das geschnittene Gemüse fällt in die Box. Geht ja wirklich super schnell. Klack, klack, klack. Gleichmäßiger, als du es jemals in deinem Leben gesehen hast. Ja. So geil Ratatouille-mäßig. Ich sehe es leider nicht, weil ich hier auf meine Finger auch ein bisschen achten muss. Aber es hört sich bei dir ziemlich schnell an. Ich bin schon durch gleich. Also ich mache schon die zweite Runde jetzt. Du, nee, oder? Das kann ja, nicht komm, sein, ja. Das kann nicht sein. Ja! Du bist nicht schon fertig, ey, das kann doch gar nicht sein. Das war fix, aber Bernd legt nach. Die Kochinsel sieht zwar aus wie ein Schlachtfeld, aber die Gemüsewürfel von Bernd und Harro sind gleichmäßig und schön geschnitten. Punkt für Harro. Die Schneidebox hat überzeugt und sogar den Profikoch bei seiner Paradedisziplin geschlagen. Jetzt geht's ans Zubereiten. Du hast ja sozusagen den Familientopf besorgt. Ja, das ist ja ein Familienessen. Ja. Ein Eintopf, Ratatouille. Knoblauch machen wir mit rein. Den Knoblauch im Topf mit Öl anschwitzen. Dann das Gemüse dazu mit frischem Rosmarin und Oregano würzen. Etwas Zucker, der nimmt die Säure. Tomatenmark und Tomatensaft geben zusätzlich Geschmack. Noch ein Schluck Wasser und dann... Soll ich rühren? Jetzt darfst du rühren. Ruckzuck, ein wunderschönes Gemüse. Lecker! Weiter geht's mit dem französischen Nachtisch. Hauchdünn, süß und fluffig. Crêpe. Ein Crêpe-Teig selber ist viel dünner als ein Pfannkuchenteig zum Beispiel. Weil Crêpe ist so, dass es gerade so mit dem Mehl und der Flüssigkeit passt, dass es fest wird, wie eine cremige Suppe. Ich habe auch Wasser mit hingestellt. Man kann ein bisschen weniger Milch nehmen, ein bisschen Wasser mit reinmachen, gerade mit Kohlensäure durch diese Luftbläschen. Wenn man den Teig sofort verwendet, ist es eigentlich eine schöne Geschichte, dass es ein bisschen fluffiger wird, okay, ein bisschen luftiger wird. Das wusste ich noch nicht. Klassischer Crêpe-Teig besteht aus Eiern, Zucker, geschmolzener Butter, Zucker, Vanillezucker, einer Prise Salz, Milch, Mehl,
und Sprudelwasser. Fertig. Okay, dann haben wir Teig und sind soweit fertig für unsere nächste Challenge, mein Lieber. Hä? Bist du denn bereit? Ich bin bereit. Und das wird mein kleines Helferlein. Haro hat einen Crepe-Maker gefunden. Dieser backt angeblich super dünne Crepe im Handumdrehen. Entweder ist es super, funktioniert toll, oder es gibt eine Riesensauerei. Ich hoffe auf Sauerei. Weil ich... Aber Sauerei kann ja auch auf der Seite. Sauerei kann ja auch auf der Seite passieren. Ich nehme die haushaltsübliche Pfanne. Wie viel machen wir eigentlich? Ach, 5 Stück, oder? Okay, machen wir 5. Okay. Zeit drücken und dann machen wir an. Haro. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sag du an. Und es geht los. Haros Gadget ist elektrisch und muss erst einmal auf Temperatur kommen. Er füllt schon mal den Teig in den vorgesehenen Teigteller. Tu mir mit deinen Maschinen immer da. Es muss natürlich das heiß sein. Bist du schon soweit? Komm. Bernd macht es auf die klassische Art in einer beschichteten Pfanne. Vorsichtig Teig rein. Was, du machst schon in die Pfanne rein? Dann locker aus dem Handgelenk die Pfanne schwenken. Wichtig ist so dieses Drehen der Pfanne, schau, so dieses Verteilen. Ah, Mist, dann fange ich auch an, das ist mir sonst zu doof. Haro tunkt seinen Crepe-Maker mit der heißen Seite in den Teig. Durch die Hitze backt dieser direkt an und wird hauchdünn. Bereits nach kurzer Zeit ist die erste Seite fertig gebacken. Wenn sich der Crepe leicht lösen lässt, einmal wenden. Oh, yes, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wie weit bist du? Mist, du hast auch umgedreht. Ja, hat er. Und durch die Schwenktechnik werden seine Crepe auch super dünn. Aua, aua, aua. Aua. Vorsicht, komm. Die Crepe-Platte wird sehr heiß, deshalb lieber mit dem Schaber umdrehen und nicht anfassen. Die müssen bald schön sein, gell? Ja, natürlich, die sind wunderschön. Ja? Die dürfen ja nicht so wie so... Ey, die müssen schön sein! Hey, die müssen rund sein! Übrigens, mit der Zubereitung von perfekten Crepe mussten früher französische Bräute an ihrem Hochzeitstag ihre Ehetauglichkeit unter Beweis stellen. Oh, der führt... Stopp! Ja! Oder? 5? Ja! Wir haben nur gleichzeitig aufgedrückt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Mit meinen fettigen Fingern, oder was? Die beiden sind tatsächlich gleichzeitig fertig. Haros Crepes sind etwas heller und ein wenig dünner. Zwar hat Haro schneller auf sein Handy gedrückt, aber Bernd als erster geklingelt. Darum unentschieden. 2:1 für Haro. Zu leckeren Crepe passt eine fruchtige Beilage. Lecker und traditionell Apfelkompott. Bam, Bernd, das war jetzt wieder sehr aufregend, hey. Das war wirklich gut. Apfel, Crepe. Wir sollen und wollen Apfelkompott machen. Die Oma hat es früher gemacht, die hat eigentlich alles bis aufs Kernhaus mit reingeschnitten. Also die Schale war dran und hat alles schon verkocht, aber es waren oft auch Stücke drin. Es war jetzt nicht nochmal fein durch Sieb oder durch die Flotte Lotte durchgedreht, sondern... Und das nennt sich dann Kompott. Es war so ein Mischmasch zwischen Mousse und zwischen Stücken. Fand ich total gut, weil da hast noch ein bisschen Biss. Die Aufgabe, jeder muss 5 Äpfel entkernen und in Schnitze schneiden. Pass auf, ich zeig dir einfach mal, warum wir das so machen, weil ich habe jetzt hier mein Gadget. Ein Apfelschneider. Ein bisschen Druck genügt und schon schneidet und entkernt dieser die Äpfel mit nur einer Bewegung. Haro ist siegessicher und kommt Bernd entgegen. Ob das so eine gute Idee war? 3, 2, 1, los. Haro nimmt die Äpfel und drückt sein Gadget drauf. Schneller geht's kaum. Kann ich sprechen? Ja, das ist ich auch nicht. Mit nur einer Bewegung bekommt Haro die perfekten Apfelschnitze. Aber Bernd hat sich auch eine clevere Schneidetechnik überlegt. Mit nur 5 Schnitten entkernt und teilt er die Äpfel. Haro wird hektisch. Dadurch verhakt sich sein Gadget. Steckt hier irgendwie so fest. Ja, das ist gut so. Stopp. Ja, jetzt habe ich mich aber echt selbst. Das gibt's ja gar nicht! Den krieg ich hier nicht raus. Richtig. Oh, hab mich. Okay. Stopp. Mann! Tja, da war Haro wohl zu siegessicher. Die Apfelstücke von beiden sehen gleichmäßig aus, aber Bernd war schneller. Darum geht diese Runde an unseren Profikoch. Heißt, es steht 2:2 unentschieden.
Mit den Apfelschnitzen bereiten Sie dann das Apfelkompott zu. Je kleiner sie geschnitten sind, desto schneller werden sie weich. Mit Apfelsaft, etwas Zucker, Zitronenschale, einer Vanilleschote und einer Zimtstange für ca. 10 Minuten köcheln lassen. Bernd, es war mir eine Ehre. Au revoir, a bientôt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Heiß. Hä? Mhm. Nur lecker.